Willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Ja, ich fasse es selbst nicht, dass es mal wieder soweit ist, dass wir mal wieder einen Livestream auf der Map Stappenbach machen. Ich habe eben schon gehört, es hat sich eine ganze Menge hier getan auf der Map. Was genau, weiß ich selbst allerdings noch nicht so ganz. Es wurde wohl viel Unfug hier gemacht, das habe ich schon vernommen. So, ja, dann schauen wir mal. Also ich habe ja hier noch einen Trecker und ich habe noch was fürs Holz und... Ach ja, komm. Wir gucken uns die Misere erstmal an. Die Pferde, oh Gott. Die gehen auf Knochen hier. Ja, ja. Sag mal, warum, seit wann habe ich hier eigentlich Zäune? Fragen. Sag mal, was... Ja, ich habe damit nichts zu tun. Also. Sag mal, ihr spinnt, ihr tickt doch nicht ganz sauber hier. Da musst du mal hier den Kollegen hier mit dem Soli fragen. Der war das... Er hat da so ein bisschen Schindluder getrieben. Guckt euch das an. Ja, vor allem guckt ihr mal die Karte an, was der Randy gemacht hat. Er hat teilweise Straßen wegplaniert. Wie werde ich dem jetzt schlagfertig entgegentreten? Was kommt als nächstes? Werden hier Zölle erhoben, wenn ich mein eigenes Grundstück verlasse? Nee. Vor allen Dingen, wie will er das eigentlich alles, ja Maut, wie will er das eigentlich alles ernten? Der muss ja dann da Verkehrsschilder umfahren und so, also... Leute, was ich hier erleben darf, das ist die absolute Vollkatastrophe. Ackergras. Ja, das sieht einfach nur noch aus wie ein großer See hier. Ja, ja. Es ist ja auch jetzt ein bisschen komisch, wie der Terminkalender wohl bei Randy aussieht. Montag Ackergras ernten, Dienstag Ackergras ernten, Mittwoch Ackergras ernten. Nee, geht ja gar nicht. Der muss ja immer, ein Stream macht er ernten, ein Stream macht er wieder düngen und sowas. Ach so, ja, das ist natürlich viel Abwechslung. Das ist immer im Wechsel, ja, das ist... Aber wer hat denn diese Zäune hier gebaut? Also da muss ich jetzt erstmal das Abrissunternehmen anrufen. Moment. Guten Tag. Guten Tag. Bin ich hier bei der Firma Zaun und Co. KG? Ja, fast. Also die Witze waren vor ihrem Abgang und nach ihrem Abgang nicht besser. Gut, folgendes. Ich komme aus meinem Grundstück nicht mehr raus, weil hier neue Zäune gebaut wurden. Wie kommen da raus? Achso. Ja. Ja, ich hätte gleich noch mal ein paar Fragen. Also, über welchen Hof sind denn diese Zäune eigentlich gekauft? Über meinen. Okay, würdest du dich erbarmen? Randy, ich verlange jetzt nicht viel. Also, ich muss gerade erstmal meine ganzen Eindrücke hier verarbeiten. Weil ja hier das Straßenbild sich auch eigenartigerweise komplett verändert hat, ja. Also, man meint, man hätte früher mal einen Durchgang hier gehabt, aber man steht vor Büschen. Eine klassische Fata Morgana muss es gewesen sein, seinerzeit. Würdest du dich denn erbarmen, mich zumindest von einigen Zäunen zu befreien? Aber Sie, möchten Sie dieses große Tor einfach weg haben? Ja. Ja, okay, das kriegt man halt, ja. Gut, bisschen verkalkuliert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, eine Zaunbaufirma beauftragt zu haben. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, und über das Ackergras-Imperium, was hier entstanden ist, eigenartigerweise. Ja. Wir sprechen nochmal. Wir können ja gerne drüber sprechen, aber es sieht schön aus, oder? Wow, scheiße Arbeit, Alter. Hör mir auf. Also ich meine, schön aussehen... Sagen wir mal so, mein Auge sieht sich schnell satt an der Masse. Randy, erinnerst du dich noch, als du irgendwann mal abends dein Drei-Sterne-Gourmet-Essen gemacht hast und gesagt hast, drin in den Schlund? Ja. Das hat mich ja nachdrücklich beeindruckt und im Urlaub, ich hab's gerade schon dem Stefan erzählt, im Urlaub haben's jetzt alle gesagt, inklusive meiner kleinen Schwester im Restaurant. Meine Eltern fanden's wirklich sehr witzig. Also witzig im positiven Sinne. Im positiven Sinne, ja. Das siehst du mal. Statt guten Appetit wurde einfach gesagt, rinn in den Schlund. Ja, das siehst du mal. Ich fahr mal noch zum Wald, weil ich mich jetzt frage, in welchem Zustand der da steht. So, wie sie ihn zuletzt vorgefunden haben. Okay, das heißt, ich kann damit jetzt Geld verdienen. Richtig. Das ist doch schon mal ein Wort. Hast du dich irgendwo festgefahren? Nee. Ja. Aber ich hab hier, der Baum liegt auf der Straße. Leute, wir... Absperrarbeiten! Jetzt erstmal Absperrarbeiten. Mit was kann man denn hier absperren? Haben wir so Kegel auf dem Server? Nein. Wir aber Moment, ich hab da vielleicht eine RP-Lösung. Machen Sie einfach mal weiter. Wir machen Jungs, jetzt seht ihr richtiges RP. Vergesst Pharmatown, vergesst True Farming, jetzt kommt richtiges RP. Ja, ich hab sie bestellt. Folgendes Problem, guter Mann. Hallo? Hallo, was ist denn das Problem, Meister?
Moin Matthi. Moin Meister. Sollen wir uns kurz reinsetzen? Na klar. So, was ist denn los? Man kann sich nicht reinsetzen, davon mal abgesehen. Achso. Mein Fehler. Nee, ist jetzt folgendes. Mir sind die Baumstämme hier ärgerlicherweise auf die Straße gefallen. Und jetzt liegen sie da, ne? Und ich kann sie nicht heben, ne? Oh ja, ganz schwierig. Aber es gibt Probleme, das sperre ich für sie einfach ab. Ja, das ist doch nett. Ja, auf jeden Fall. Ich würde Ihnen auch ein Käffchen machen, könnte ein bisschen länger dauern. Dazu heute einfach mal sich für den Tag abmelden vom Dienst. Ja, mach ich, ne? Ich fahr kurz hier, stell die Kegel raus und dann geht das, ne? Ja, das freut mich doch, Mensch. Auf jeden Fall. Sie sitzen ein bisschen verkrampft, vor allen Dingen mit Ihren Handgelenken ist alles in Ordnung, ne? Soweit? Ja, ne, das ist ein bisschen schwierig heutzutage, ne, aber das will man machen, ne? So ungefähr. So. Ja, ist richtig. So, gucken Sie mal, machen wir die Tafel hier oben raus. Dann machen wir hier das schöne X, ne? Ja. Dann machen wir hier aus die Scheiße. Dann gucken Sie mal hier, ne, machen wir auf. Da kein Problem, ziehen wir den ganzen Spittel raus hier. Jo. Ne? Machen wir hier mal die Kegel raus, so. So, und da ist das ein schönes Fahrzeug, ne? Wäre bestimmt was für Farmerdown. Ja, das habe ich letztens schon mal bei, wie heißt die unseriöse Seite? Cornhub oder was? Ne? Unglaublich unseriöser Schuppen, aber ich hab's schon mal gesehen, glaube ich, da. Ja, ne, ungefähr so. Ja, gut, dann lass ich die Karre jetzt hier stehen, spielen Sie nicht mehr da rum, ne? Und dann ist das schön abgesperrt, ne? Achso, ich dachte, Sie bleiben jetzt hier und gucken sich das an. Ja, ich kann mir das Spektakel nur angucken, ne? Das freut mich doch. Na klar. Für einen kleinen Plausch bin ich ja immer zu haben, Mensch. Auf jeden Fall, ne? Also machen wir mal hier die Karre zu, ne? Nicht, dass er zieht, ne? Na, auf jeden Fall, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Wald, ne? Ja, schon ein schöner Wald, ne? Ist ein schöner Wald, aber machen Sie kein Auge. Kuss. Ich mach kein Auge, ne? Wie läuft's denn so in Ihrem Dienst? Oh, naja, läuft so, ne? Also, was man halt so am Tag über macht, ne? Wissen Sie, was ich Ihnen mal sagen will? Ne, was wollen Sie mir sagen, ne? Ackergras, ne, ja. Das nimmt hier überhand. Ja, Senzen Sie das mal alles weg. Das ist gar nicht in Ordnung, oder was, ne? Also der ist schon, wissen Sie, ne? Der ist so, der ist so, Großinvestor, ne? So, jetzt folgendes noch. Ja, was denn noch, ne? Haben Sie nicht noch irgendeine nette Anekdote? Eine nette Anekdote, ne? Oh, da muss ich mal überlegen, du, ne? Aber ich glaub, ne? Naja, also Pommes rot-weiß, ne? Ist bei uns hier oben immer Pflicht, ne? Aber wissen Sie, wie man das bei uns nennt? Nee. Pommes-Schranke. Haben Sie mal was gelernt? Ne? Das ist ja eine Sache, ne? So. Ich glaube, das reicht dann auch wieder mit Plausch. Lassen Sie die Karre da stehen. Alles klar, ne? Dann viel Spaß bei der Arbeit, ja, ne? Und passen Sie auf, wie die Bäume fallen, ne? Ne? Ja, danke, ne? Ne, alles klar, ne? Reingehauen, ne? Machen Sie, ne? Gut, ne, alles tschüssi. Gut. Ja, tschüss. Tschüss. Was ne nerviger Typ, oder? Mach bitte mal das Moin Matthi! Oh, der... Oh! Baumfeld, gibt es... Warte mal. Gibt es einen Sound für Baumfeld? Dann könnten wir ja dem Randy auch mal ein bisschen was zurückgeben. Dann könnten wir den Sound einfach dauerhaft hier abspielen. Durch Soundboard. Das wäre lustig, glaube ich. Der würde sich absolut genervt fühlen. So ein Typ, der immer wieder schreit, Baumfeld! Also ähnlich, ich wollte es nicht so laut schreien. Leute, wie können wir Randy mal so richtig nerven? Der macht ja nur, also das ist ja wirklich eine Frechheit, was er hier macht, ne? Diese Ackergrasgeschichte, das ist ja eine absolute Frechheit. Den musst du einschüchtern. Wie könnte man den, ich muss mal mit Stefan einen Plan entwickeln. Wie könnte man den Randy hier mal ärgern? Ich meine, ich verfüge über begrenzte Mittel, was das angeht. Ja. Aber grundsätzlich, wie könnte man Randy mal foppen, so sagen wir. Drescher so, austauschen. Hier ist eine gute Sache. Ackergras in Pappeln umpflanzen. Jo. Die Richtung gefällt mir. Ja, wir müssen eine Idee mit weniger Aufwand haben. Ja, so weit kommt's noch, dass wir uns Arbeit machen hier für einen Gag. Das wollen wir ja nun nicht. Also da sind wir bis übermorgen beschäftigt. Vor allen Dingen bei den Massen, die der hier in Besitz... Man will ja gar nicht sagen, dass das alles rechtmäßig ist. Der hat das okkupiert. Du könntest auf jedem Feld mal so zwei, drei Reihen mit Bäumen setzen. Da habe ich auch gerade schon dran gedacht. Das ist so eine Überraschung, die kommt erst in den nächsten Tagen. Auf den ersten Blick richtig. Sieht man es nicht, aber irgendwann wächst es heran. Ja, und immer Montag bis Freitag. Oder ich mache jetzt einfach die Konfrontationsmethode und wenn ich gleich mal eine Pause hier von den Bäumen brauche, dann mache ich es einfach mal. Ja, fährst einfach mal drüber. Ja. Dann sagst du, willst du ein bisschen helfen und so, ne? Ja. Da hat schon wieder irgendeiner gebrabbelt hier, wenn ich den Chat lese. Toll, Leute. Toll.
Toll, super. Leute, habt das kaputt gemacht. Müssen wir uns was anderes überlegen. Klasse, klasse Aktion. Große Scheiße. Großer 31er Chat, sei da. Gebetzt wurde. Das ist hier schlimmer als die Stasi. Ja, und mit der kennen sie Randy gut aus. Ich werde, glaube ich, in das Ackergras-Imperium einsteigen. Ackergras-Imperium, das soll man nicht machen. Lars hat's ja versucht, dem ist es übel ergangen. Aber ich werde es einfach wagen. Ich werde mich mit dem Großmeister auf eine Stufe stellen. Randy, der Keck, der hat gesagt, ach Lars, du musst noch ansehen zu so später Stunde, komm, ich helf dir. Obwohl er gar nicht danach gefragt hat. Und dann hat er was anderes angesät und dann war da Streifensaat. Ja. Große Frechheit war das. Kannst du jetzt mit dem Polizeiauto auf Randys Hof fahren und was du versprochen hast? Wie, was ich versprochen habe? Ich habe überhaupt nichts versprochen. Das, was ich mache, weil ihr alle so ein 30er wart, kann ich das, was wir machen wollten, nicht mehr machen. Ich werde mir irgendwas privat überlegen und dann wird auf einmal irgendwas gemacht. Aber es wird heute noch in diesem Stream passieren, aber es wird plötzlich gehen. Und schnell. Und geschwind. Oh Leute, also, Thema Baumart. Wir waren ja im Harz. Ich muss mal kurz zu Randy, ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Wir waren ja im Harz auf dem Brocken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das da aussieht. Ganz, ganz schlimm. Das kann ich euch sagen. In Goslar, ja genau. Und wir waren aber auch auf dem Brocken und es sieht ganz, ganz schlimm aus, weil der Borkenkäfer da irgendwie wütet. Und es ist wirklich alles kahl. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Aber es entsteht auch was Neues. Es sind überall Schilder aufgestellt. Der Wald ist nicht kaputt, hier entsteht was Neues. Natürlich ist der Wald kaputt, aber tatsächlich entsteht auch was Neues.